Es ist eine Kampagne im Rahmen der Kontaktstelle Frauenberuf, die bei der Wirtschaftsförderung angesiedelt ist. Und alle unsere Projekte drehen sich in den letzten Jahren extrem um das Thema Demografie und Fachkräfte. Und das ist ein neuer Ansatz, den wir hier gewählt haben, ein neues Veranstaltungsformat, um Mütter, die in der Elternzeit waren, wieder zu motivieren, verstärkt Weiterbildungsaktivitäten aufzunehmen und mit ihren jetzigen Know-how wieder dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen. Die Botschaft ist, wir möchten Frauen sensibilisieren, sich mit Weiterbildungsmöglichkeiten auseinanderzusetzen. Es wird niemand vorgeführt. Also es geht auch nicht um Abruf von Wissen, von irgendwelchen Standards, sondern es geht tatsächlich, wie Brian schon sagte, darum, dass man im Team Spaß hat, die mögliche Antwort herauszufinden. Es geht um Spaß, um Freude und ich möchte einfach die Frauen auffordern, Leichtigkeit zu bewahren, um sich hier diesem Thema zu widmen. Das sind Schätzfragen, das sind Rätselfragen, man kann auf seinen Bauchgefühl hören. Es geht eigentlich darum, dass die Leute miteinander reden und sich überraschen lassen von den Ereignissen und Ergebnissen. Und das macht Spaß. Es gilt darum, einfach Möglichkeiten aufzuzeigen, wie komme ich wieder in die Erwerbstätigkeit rein, wie kann ich Anpassungsqualifizierung machen bzw. Weiterbildung. Man ist immer zufrieden, wenn man entsprechend Resonanz findet mit einem Angebot. Und hier, die Zahl der Anmeldungen zeigt, dass wir mit dem Angebot natürlich auch eine Nachfrage getroffen haben.